Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mir kommen die Tränen. Sie sehen, ich habe nicht mal ein Papier dabei, weil ich das nicht brauche. Leute, es ist so, 20 Jahre lang sind die Leute gefördert worden und gepimpert worden, die eine Photovoltaikanlage sich aufs Dach gebaut hat. Die werden nicht daran sterben, wenn es die jetzt nicht mehr gibt, weil das Ganze bezahlt nämlich tatsächlich der Nutzer, der über die EEG die ganzen Kosten getragen hat. Nichtsdestotrotz bin auch ich dafür, dass diese Anlagen weiter betrieben werden. Aber da gehen beide Anträge, ich habe nicht so viel Zeit, ja nicht weit genug. Weil es muss eine Lösung geben, dass einmal die Photovoltaikanlagen seit 20 Jahren haben, jetzt nicht auch in einen erweiterten Genuss bekommen für die Allgemeinheit, aber sehr wohl sollen sie weiter Strom produzieren. Für den Eigenbedarf habe ich ganz wenig Probleme, besonders wenn wir bei der Grenze bleiben mit dem Peak 14 kW, glaube ich, Peak. Ja? Das ist in Ordnung, auch bei den Gülleanlagen. Aber wir müssen nicht so tun, als wenn die 20 Jahre lang drauf bezahlt haben. Das ist nicht so. Die haben daran Geld verdient. Und bezahlt haben wir alles. Jeder Einzelne von uns. Und jeder einzelne Bürger hat es bezahlt. Und ich bin der Meinung, dann geht das wirklich so in die Richtung Tränendrüse. Für die armen Menschen, die da die Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, Herr Minister. Aber tatsächlich ist es so, die freuen sich darüber, wenn wir jetzt eine Anschlussgeschichte machen über 5 Jahre. Und was kommt nach 5 Jahren? Noch 2, noch 1, noch 6 Monate? Das kann nicht richtig sein. Richtig ist, die Dinger müssen weiter betrieben werden, aber beide Anträge gehen überhaupt nicht weit genug, dass dieses Ziel auch vernünftig für den Rest der Bevölkerung erreicht wird. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Abgeordneter. Für die Staatsregierung spricht Herr Staatsminister Hubert Aiwanger.